Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Und ja, ich muss schon wieder schelmisch grinsen, weil... was wird wohl wieder für eine crazy Shit kommen hier mit dem Typen hier? Schauen wir mal. Fremde und Freaks. Ja, ich würde sagen, probieren wir das mal. Eine etwas längere Fahrt vor uns offenbar. So, bevor ich das vergesse, ich habe mal von GeForce Experience ja das mit den Einstellungen optimieren hier mal gerade noch mal gemacht und ja, probiere das jetzt einfach mal aus. Ne? Das sind jetzt bei meiner 1060 3GB dann hier so die Einstellungen, die er dann hier vornimmt. Nicht weit entfernt von meinen Konfigurationen eigentlich. Nur ein paar Änderungen. Und ich habe dann ein gepflegtes 65 FPS Cap gesetzt im River Tuner Statistics Server. Schlichtweg deshalb, weil das so von den Belastungen her Sinn gemacht hat. Wenn er dann mal so runter droppt, ne? Mit Aufnahme droppt er jetzt sogar noch ein bisschen weiter, aber das liegt wahrscheinlich daran, da ich jetzt mehr CPU-Zeit brauche. Durch OBS Studio, was ich da so alles mache, ne? Ja. Kürzlich auch von OBS Studio ein Fork wohl entdeckt. Der soll wohl ganz gute NV-Inc-Voreinstellungen haben. Also quasi nicht das Original Open Source Release, sondern ich weiß es aber nicht mehr, wie es hieß. Das werde ich mir vielleicht mal demnächst nochmal zu Gemüte führen und mal angucken, mal ausprobieren. Ja. Ja, fahren wir da halt mal hin, ne? Fremde und Freaks. Gucken, was uns da wieder für eine freakige Freakshow erwartet hier mit dem Typen hier. Das kann ja wieder heiter werden. Junge, Junge, Junge. Schwer was los hier. Treasure trove. That's a perfectly good sock and an entire courgette. Oh, I think you mean zucchini, Mrs. Thornhill. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double. Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap. Watch the birdie! Oh, pretend to throttle me. Was macht er da? Like you did on that poster you did. Yeah, okay, all that would be my pleasure. like that, huh? Yeah? Maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough, huh? Andrew! You like that? Stop! Ooh. Please! Oh, hey! Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley.
Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah. Yeah. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Nun, also ich finde, verschlechtert hat sich die Grafik nicht durch die Einstellungen. Ja, speichern das mal. Verbessert, ja, weiß ich nicht. Sieht man das dann nachher überhaupt auf YouTube? Wir werden sehen, ne? Tja. Da haben wir die Mission offenbar auch schon erledigt. Das mit M möchte ich erstmal noch nicht machen. Das habe ich dann in der nächsten Folge vor. Wir fahren hier einfach mal ganz lässig abspeichern erstmal. Ich muss dann nämlich noch mal ein wenig auch mit StaxRip ein wenig testen, wie ich das in Zukunft weitermachen möchte. Mit dem Konvertieren vor dem Hochladen, und dafür bietet sich so eine Folge hier eigentlich ganz gut gerade an. Ich habe ja noch nie immer nur gezockt, und ich habe da noch ein schönes Video für euch mit auch vor, auf meinem Tech Experience Kanal. Was so Frame Time und FPS angeht. You hit me! Ja, fahren wir mal nach Hause, speichern ab. Boom. Tja, finde ich interessant jetzt mit dem ganz aktuellen Treiber, scheint das zu funktionieren mit den Einstellungen für GeForce Experience, ne? Beziehungsweise über GeForce Experience für die Spiele. Ja, man muss halt, nachdem man das gemacht hat, hier mal reingegangen sein, und wenn man dann hier gewechselt hat, dann muss man das halt übernehmen. Aber es funktioniert dann, dass er die Einstellung auch übernimmt von der Optimierung. Dass es gerade eine Optimierung ist, naja, je nachdem. Also bei Euro Truck Simulator 2 hat er mir tatsächlich die Grafik verbessert, anstatt sie für mehr Performance zu optimieren. Aber alles in einem Rahmen, wo ich sagen muss, ja, kann man machen. Komm, wir fahren mal bei Rot. Also so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Es geht ja 5 anbelangt. Okay, also kann man ja mal nochmal eben reinschauen. Ich meine, FXAA, das könnte man vielleicht ausmachen, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und irgendwas hat er, glaube ich, auf Ultra gestellt, ne? Ja, Nachbearbeitung. Kann man sich vielleicht noch ein bisschen Performance wieder zurückholen, aber ansonsten sieht das ja alles sehr schick aus. Da will ich mich gar nicht beschweren. Natürlich nur die Frage, wäre interessant, optimiert er nur nach der Grafikkarte oder auch in Kombination mit welcher CPU? Man kann da ja Vorschläge einreichen und so weiter und so fort, ne? Hätte
ich mich mal ein bisschen mehr noch mit auseinandersetzen. Ich finde das nämlich gar nicht so uninteressant. Eigentlich eine nette Idee von Nvidia. Bei AMD gab es ja sowas auch, ne? Ich weiß noch nicht mehr, wie sie es jetzt zuletzt geschimpft haben. Konnte man mit dem Treiber dann halt mit installieren. So, ich muss hier die Treppe hoch, nicht wahr? So, wo kann ich jetzt speichern? Kann ich mich hier wieder ins Bett speisen oder? Nee, dann ist es vielleicht die Couch, wa? Ach, mal so morgen mehr. Bin ich ja überhaupt richtig? Kurios. Ah, die speichern. Jawohl. Gut. Ah, mal brauche ich noch einen Spielstand, das passt schon. Jo, Leute. Dann bis zur nächsten Folge, sage ich mal, von GTA 5, ne? Bis dahin, haut rein.